Ja, grüßt euch meine Allerbesten und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Neighbors Back from Hell oder aber auch genannt die bösen Nachbarn. Wir sind wieder zurück. Wir wollen einmal gucken. In der letzten Folge sind wir auf dem Kreuzfahrtschiff gewesen hier und dann schön einen Besuch in China abgestattet oder ja, nach China gereist. Jetzt haben wir die Kabine ist voll. Und ab geht es zu einem Kulturausflug zur chinesischen Mauer, wo der Nachbar natürlich versucht, Olga zu gefallen. Die sensible Dame hat jedoch eher die chinesische Kultur als den tollpatschigen Nachbarn im Visier. Und Woody sorgt dafür, dass das auch so bleibt. Okay, ja, und damit sind wir auch wieder zurück in China. Oh, Entschuldigung, Neighbors Back from Hell in China. Oder aber auch genannt die bösen Nachbarn in China. Wir sind wieder da mit unserem Hauptcharakter Woody und es geht los. So, ich finde ja bis jetzt sehr cool hier in China. Oh, mal gucken, das ist eine Haufen alter matschiger Melonen. Ja, wir müssen das halt alles ein bisschen beobachten, wie der Kollege hier arbeitet. Da ist die Olga, das ist die Freundin von dem, oder soll die Freundin bald werden. So, oh, das ist jetzt ein Minispiel. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht runter, während wir das machen. Oh, das kriegen wir aber hin. Ja. Was haben wir? Irgendwas. Nylonstrumpfhose. Nylonstrumpfhose der Größe eines Partyzeltes. Okay. Hier ist auch nochmal was. Olga ist wieder mal am Essen. Oder Essen zubereiten. Ich weiß das nicht. Die ist ja nur am Essen gefühlt. So. Jetzt ist er da drüben. Und jetzt kommt er hier. Ah, okay. Jetzt läuft er doch schon eine Runde hier. Dann lasst uns das mal beobachten. Jetzt läuft er doch schon eine ganze Runde hier. Du. So, in der letzten Folge war das ja nicht so. Öl kann eine Kanne voll Schmieröl. Oh, Kanonenkugel. Kanonenkugel. Ah. Hört sich gut an. Hier schwingt der Nachbar grobe Reden. Die Tonanlage wird durch einen Generator rechts von der Bühne mit Strom versorgt. Was, wenn ich hier das Öl reinmache? Eine Kanonenkugel? Nylonstrumpfhose. Ja, Nylonstrumpfhose geht. Kommt er jetzt auch von der Seite oder geht er rüber? Ja, er kommt von der Seite wieder. Hier schwingt der Nachbar, das haben wir schon gelesen. So, das heißt, da müssen wir. Ja, da sind auch noch Werkzeuge, das hole ich mir auch gleich mal. Ne, dann gehe ich erst einmal runter wieder. Bringt ja nichts, der kommt ja jetzt schon wieder. Schön Bonsai-Bäume hier, typisch chinesisch. So, oh, ja. Jetzt geht's los. Bin mal gespannt, was passiert überhaupt. Er weiß gar nicht, wie es ihm blüht. So, was hat er hier unten eigentlich gemacht? Hat er hier was auch gemacht? Mit dem Fahrrad? Das alte Klapprad ist nur notdürftig zusammengeschraubt. Öl? Kanonenkugel! Die Soße hier? Nee. Oh, er ist schon wieder da. Mal gucken wegen der Soße. Wan Kwei Chili Soße. Allein der Schärfstgeruch treibt Tränen in die Augen. Was macht er da? Ach, das ist die Toilette. Ah, das können wir wahrscheinlich mit dem Chili irgendwie reiben. So würde ich es jedenfalls checken oder andeuten. So, dann lass uns mal wieder nach oben gehen. Und hier rüber. Die Werkzeuge will ich möchte ich nehmen. Und dann kann man bestimmt mit einem schweren Werkzeug doch irgendwas erreichen. So, was macht er hier? Ist der die Melone noch? Ah, okay. Das haben wir jetzt gesehen. Oh, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht mit der Chili-Soße, weil er kommt jetzt. Nee, er kommt doch nicht. Oh. Jetzt mit der Chili-Soße. Nee, das geht gar nicht. Ich denke mal, das Fahrrad können wir mit dem Werkzeug bearbeiten. Gehe ich mal stark von aus. Und mit dem Öl auf dem Messer irgendwie. Auf die Klinge da. Ich weiß das nicht, Leute. Wir müssen mal testen. Ah, die dicke Olga wieder. Schön hier am Futtern. So, was ist jetzt mit dem Öl hier dran? Nee, das geht nicht. Kugel. Ah, jetzt habe ich es gecheckt. Da wird er nicht durchhauen können. Okay. Dann Werkzeug. Fahrrad bearbeiten. Sehr schön. So, wie ich es mir vorgestellt habe. So, jetzt bleibt nur noch der Chili übrig. Chili irgendwie kombinieren mit dem hier. Nee, das geht gar nicht mehr. So, lass uns mal nach oben gehen.
Eine andere Wahl haben wir jetzt erstmal nicht. Da werde ich, denke ich, man muss mir was machen. Mit der Toilette, Fahrrad haben wir, Wassermelone haben wir. Jetzt müssen wir irgendwas hier mit der Toilette noch machen. Ganz, ganz sicher. Und mit dem Pult vielleicht noch. Ich weiß das nicht. Nein. Chili? Oh. Oh, nein, nein, nein. Noch nicht. Zu früh. Jetzt. Ich hoffe, auf der Treppe sieht er uns auch nicht. Hier wurde für die Touristen eine Toilette erbaut. Mensch, ah, das ist extra so. Okay. Ja. Der Streich. Bam. Schön wäre es ja, wenn das noch explodiert wäre. Was können wir denn mit dem Öl machen, Leute? Ah, den Hebel. frisst seine Pantoffeln wieder. Er macht echt ganz andere Animationen, seitdem wir in China sind. Wenn er sich ärgert, jedenfalls. Ganz andere Animation. So, und die letzten beiden Streiche. Wir gehen mal lieber zur Sicherheit einmal runter. Und beobachten den Nachbarn jetzt nur einmal. Mit dem Toilettenpapier, mit der Chili-Soße, da freue ich mich ja richtig drauf. Oh, das brennt aber auch richtig bestimmt. Der denkt auch, der wäre irgendwie so ein großer Politiker. So Leute, jetzt die beiden letzten Streiche. Dann haben wir diese Etappe auch schon abgeschlossen. Mensch, das geht ja richtig flott, seitdem wir auf China sind. Oder in China sind. Und jetzt wischt ihr bloß nicht den Arsch ab. Oh, man hört sogar, wie er einen abseilt. Oh, eklig. Doppelt gemoppelt. Nichts klappt. Und Woody ist glücklich. Und wir sind es natürlich auch. Damit haben wir wieder eine Folge abgeschlossen. Bei Neighbors Back from Hell. Ja, dann machen wir mal bei der nächsten Folge weiter. Ne? Das ging ja relativ flott. Wem der Gong schlägt. Wem der Gong schlägt, auch die nächste Station liegt an der chinesischen Mauer. Der Nachbar hat sich selbstverständlich wieder in die Gruppe von Olga geschummelt, um ihr nahe zu sein und ihr ungehemmt imponieren zu können. Doch Woody hat da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Sehr gut. Es geht wieder weiter. Wir sind wieder zurück bei Neighbors Back from Hell, Leute. Natürlich auch genannt die bösen Nachbarn mit unserem Hauptcharakter Woody natürlich noch einmal mit an Bord hier. Ja, es geht los. Wo ist der Kollege? Oh, das wollte schon sein. Kommt direkt nach oben jetzt, oder was? Okay, wir machen erstmal das schnell mit dem Teddybären. Und hier ist jetzt einer mehr irgendwie. Da links am Gong. Glockenschläger, oder wie nennt man so eine Leute? Ich weiß es nicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie man so eine Leute nennt. Ich kann das alles nicht lesen, weil er schon wieder hochkommt. Sonst hätte ich das nochmal schnell gelesen. Da ist wieder ein Kind. Wir haben eine Schere. Hier ist Hotdogs. Oh, will jemand Hotdogs? Hier werden Hotdogs verkauft. Da der Verkäufer aber gerade nicht da ist, nimmt sich der Nachbar die Hotdogs einfach so. Oh, auch nicht schlecht. Nimmt er sich einfach die Hotdogs so. So, mit dem Kind hier kann man nichts machen. Oh, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Hier ist ein Schüssel. Schüssel haben wir jetzt auch. Leere Reisschüssel. Der Reisschüssel ist leer. Eine Vase ist sehr alt und sehr wertvoll. Der Nachbar sieht... Oh, ich kann das nicht lesen, weil er kommt schon wieder runter. Hier ist auch nochmal was. So, was kann man hier jetzt machen? Die dicke Olga wartet, dass der Kollege sie wahrscheinlich wieder hochhebt. So, lass uns nach oben. Der Nachbar ist heute aber auch echt flott unterwegs. Das muss man ja mal sagen. So, was können wir jetzt machen? Hier ist nochmal was. Ziegel, ein massiver Steinziegel aus der chinesischen Mauer. Oh, das ist aber wertvoll. Oh, vielleicht die Hotdogs damit rein? Nee. Das Ding? Die Schüssel. Oh.
Ah, da macht er auch was. Das müssen wir auch beobachten hier. Eigentlich muss ich ihn die ganze Zeit beobachten, um zu wissen, was er genau tut. Damit ich darauf dann reagieren kann. Hier kann man nichts machen, ne? Ah doch, das geht. Okay. Da, mit dem Gong. Ja, alles klar. Vielleicht müssen wir das Ding nehmen. Beim Gong dahin platzieren. Das geht alles nicht, ne? Ja, ich versuch's lieber mal durch, Leute. Was ist denn hier mit? Hier macht er doch auch immer irgendwas. Wir müssen einfach alles ausprobieren, Leute. Ich bin auch ein bisschen ratlos noch hier. Ah, okay, das geht. So, mit dem Stock geht hier nicht, ne? Mit dem Schüssel auch nicht. Teddybär auch nicht. Okay, also wir haben sehr viele Sachen, aber ich weiß noch selber gar nicht, wie wir die alle einsetzen werden. Ja! Das war ein Treffer. So, jetzt schnell weiter. Das geht nicht, das geht auch nicht. Das geht schon wieder, okay. So, mit dem Horrox, da weiß ich immer noch nicht. Vielleicht muss er mit diesem Ding hier irgendwie so eine Bonsai-Blume. Ja, hier wird was angezeigt. Ja, alles klar, dann müssen wir das da irgendwie bearbeiten. Und hier haben wir ja auch schon was. Frisst wieder seine Pantoffeln. Ich finde die Musik auch irgendwie voll cool. Irgendwie. Muss ich ganz ehrlich sagen. Die Musik haben die wirklich sehr geil gemacht. Genau, hier machen wir die Bonsai-Baum bearbeiten. Anderes geht es ja nicht. Was? Doch nicht? Oh! Das tut weh. Olga will unbedingt in der Rikscha gezogen werden. Ich glaube jedoch, dass man dafür einen Sattelschlepper benötigen würde. Hm. Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen ratlos aktuell. Vielleicht müssen wir diesem kleinen Jungen das Teddybär geben. Und er gibt uns das irgendwas, weil er hat die ganze Zeit irgendwas in der Hand, mit dem er spielt. Ja, ich denke mal, dass das der richtige Weg ist. Ja, jetzt haben wir das, was wir brauchen. Kinder Silvesterböller, wenn man den kleinen Faden zieht, regnet es Konfetti. Vielleicht mit in den Hotdogs rein? Ja. Sehr geil. So, jetzt bleibt eigentlich nur noch die Schüssel und die Schere übrig. Müssen wir hier irgendwas abschneiden? Der Schüssel, was könnte man mit dem denn? Ich beobachte ihn jetzt gleich einmal. Was man nicht alles tut, um eine Herzen von einer Frau zu erobern, ne, Leute? Könnt ihr euch ja mal selber fragen, was ihr schon alles für Frauen getan habt. So, jetzt geht er nach oben, aber noch bin ich ein bisschen ratlos wegen der Schüssel und der Schere. Vielleicht hier irgendwie was am Reifen. Hier haut der jetzt darauf. Das kann man nicht nehmen, ne? Nein. Hätte ja sein können, dass man irgendwie das rauszieht und dann irgendwie eine zweite Funktion entsteht. Ja, der Hotdog-Witz. Der ist geil. Der ist echt gut. Schade, dass das nicht mal so richtig geknallt hat. So, wo, was, irgendwas übersehe ich doch hier, Mensch. Ich übersehe auf jeden Fall was. Die Frage ist nur, was. Ah, wir haben was. Ziegel, ein massiver Steinziegel aus der chinesischen Mauer. Schon wieder so ein Ziegel. Das heißt, man muss quasi mit dem was kombinieren. Also so erschließt sich das mir, weil wenn man ein Item öfter bekommt, war ja bei der letzten Folge auch so, dann kann man da noch eine Kombination machen mit einem anderen Streich, weil sonst könnte man nicht den einen Streich, den man schon gemacht hat, öfter machen. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen glaube ich, dass man hier was mit dem Ziegel machen muss.
Genau, mit dem Ziegel. Und dann irgendwas noch dazu. Ehrlich gesagt weiß ich aber selber nicht, was wir machen müssen. So, guck mal, Ziegel kommt hier rauf. Ja, und das kann man öfter machen. Also heißt es, dass es hier noch was zu machen gibt. Jetzt wird der Nachbar merken, dass man für echtes Karate doch ein wenig üben muss. Hier ist auch noch was. Nee, doch nicht. Was kann man denn mit der Schüssel hier machen, ey? Vielleicht das hier abhacken? Nein. Die dicke Olga. Ganz ehrlich, Leute. Das hat auf jeden Fall hier was mit zu tun. Weil der Witz geht halt öfter. Deswegen muss das damit was zu tun haben. Hier ist ja nichts, ne? Ich beobachte das mal so ein bisschen. Ah, da kann man nochmal ran. Oh. Okay. Das haben wir auch nicht gehabt so oft. Wir testen das mal. Gucken mal, was diesmal rauskommt. Wieder so ein Teddybär oder wie? Ja, Tatsache. So, und was bringt das jetzt, zwei Teddybären zu haben? Okay. Jetzt bin ich tatsächlich noch ein bisschen mehr überfragt. Genau. Dieser Witz, den kann man öfter machen. Das bedeutet eigentlich nur für uns, dass es hier eigentlich was noch zu tun gäbe. Ganz ehrlich, ich bin ein bisschen überfragt. Hier, mit dem Ding kann man auch irgendwie was machen. Mit der Vase hier. Diese Vase ist sehr alt und sehr wertvoll. Genau, jetzt ist er schon oben. Mann, der ist aber schnell unterwegs wieder. Hier können Touristen wie der Nachbar seine Alt aus Stripor zerschlagen, um sich danach stärker zu fühlen. Ein Stein aus Stripor. Achso, okay. Ganz ehrlich, bin ein bisschen überfragt hier. Der kommt schon wieder. Wir müssen gleich mal gucken, dass wir hier pünktlich wegkommen. Was kann man... kann man vielleicht das Ding hier mit dem hier auffüllen? Den Schüssel mit diesem Zeug hier. Ja. Das geht, okay? Die Reisschüssel ist nun mit ekligem Fett gefüllt. Okay. Vielleicht hier irgendwas mit der Olga? Würde ich mal schätzen. Mit der Schere kann man nichts machen. Also mit der Schere habe ich immer noch keine Methode gefunden, irgendwas zu machen. Vielleicht die Kette durchhacken hier? Ich weiß das nicht, Leute. Es ist ein bisschen schwieriger als sonst. So, hier. Ja, Mann! Echt jetzt? Das geht jetzt doch? Oder hatte ich das schon gemacht? Ich bin mir gerade nicht so sicher, ganz ehrlich. So, warte mal. Mit der Schüssel hier das einreiben vielleicht? Ja. Das war eine gute Idee. So, jetzt ist die Frage nur. Jetzt ist wirklich nur die Frage, ob das alles so miteinander zusammen verknüpft ist. Ob mehrere Streiche irgendwie miteinander verknüpft sind. Oder ob es das schon war. Oh, ich will da nicht hin. So, jetzt möchte ich gleich einen Ziegel wiederholen. Vielleicht hat das damit was zu tun, dass die Olga irgendwie jetzt das eingeschmiert ist und jetzt da das, der Ziegelstein hin muss und dann... Das hatten wir aber auch schon. Das hatten wir aber auch schon mit der Kette. So, das heißt, uns bleibt nur noch ein Streich, den wir herausfinden müssen. Ja, mit der Olga jetzt. Jetzt haben wir was freigeschaltet, denke ich mal. Kann das sein, dass wir jetzt was freigeschaltet haben? Durch diese Aktion? Da bin ich mir jetzt nicht so sicher.
Okay, einen Streich müssen wir noch finden, meine Lieben. So, jetzt wird's halt eng, ne? Jetzt haben wir schon die meisten herausgefunden. Aber, ja, das wird nicht einfach. Ganz ehrlich, das wird wirklich nicht einfach. Die mit dem Hotdogs, das haben wir schon. Lass uns das mal beobachten, wie er lang geht und was er alles macht. Ich denke mal, mit diesem Ding hier kann man auch was machen, ne? Weil, wenn der runterfällt, kann man da schon was Doppeltes machen. So einen doppelten Streich. Ich bin ein bisschen überfragt, ganz ehrlich. Vielleicht macht man auch was mit dem Stein, dass man den Stein dahin reinpackt und das Ding irgendwie schwerer ist. Ich weiß das nicht. Ganz ehrlich, ist ein bisschen schwerer als die Witzfolgen davor. So, jetzt nimmt der die Kette. Ich denke mal, das hat irgendwie alles miteinander irgendwie was zu tun. Irgendwie was zu tun, ja. Irgendwo. Denke ich mal. Weil das kann man öfter machen. Den hier kann man öfter machen. Weil alle Streiche, die man öfter machen kann, machen den Eindruck, dass man da irgendwie noch irgendwas anderes mit kombinieren kann. So, dass man den letzten auch löst. So, warte mal. Ist er noch da, ja. Wie macht er das mit dem Ziegel? Das kann man nicht nehmen. Kann man hier was reinmachen? Leute. Echt nicht leicht. Ganz ehrlich, das ist wirklich nicht leicht. Also das mit dem Gong haben wir. Mit dem Stein hier haben wir. Das haben wir. Soll ich nochmal so ein Zeug mitnehmen hier? Ich weiß das nicht. Probieren geht über Studieren. So. Das Zeug irgendwie mit dem kombinieren, das geht alles nicht. Ne? Ich bin echt ein bisschen ratlos. Müssen mal gucken. Das hatten wir ja schon. Das kennen wir ja schon. Ja, friss mal schön deine Latschen. Das kann man alles hier nicht plündern. Hier ist auch gar nichts irgendwie an den Seiten. Das haben wir ja schon. Hier, die Ecke vielleicht was übersehen? Ich weiß das nicht, Leute. Das ist wirklich dieser Etappe nicht so leicht. Ich glaube, die Vase ist sehr alt und sehr wertvoll. Vielleicht damit irgendwas. Mann, ey. Da hätten wir auch vorhin schon drauf kommen können. Ich wusste, irgendwas ist so ein Kombo. So eine Kombo-Aufgabe, ne? Sehr gut. Dann haben wir diese Aufgabe auch gelöst. Freut mich. Ich war schon kurz davor aufzugeben, Mensch. Aber ihr kennt mich ja. Mittlerweile am Anfang habe ich ein paar Streiche, sage ich mal, nicht mit Perfektion abgeschlossen. Aber mittlerweile mache ich ja immer so, dass wir das wirklich komplett alles einmal gesehen haben. Ja. Dann lass uns mal nach oben ganz entspannt warten, bis der Nachbar da unten ist. Und dann haben wir das auch schon erledigt. Dann wird die Vase auch gleich kaputt gehen. Auch seine Bräune so, ne? Haben die echt geil gemacht, so. So richtig Bauarbeiter-Bräune hat der Gute. Vielleicht ist der ja Bauarbeiter. Obwohl, ne, die Goldketten passen da irgendwie nicht rein. Ich weiß nicht, ob man als Bauarbeiter Ketten anhat. So Goldketten vor allen Dingen. Jetzt, ja. Oh! Das Beste zum Schluss. Das Beste zum Schluss. Sehr schön, Leute. Damit haben wir das sogar mit einer richtig guten Punktzahl abgeschlossen. Denn wir haben, wir sind nicht einmal erwischt worden, haben alle Streiche erledigt. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und natürlich ein Abo dalassen, wenn ihr mich unterstützen wollt. Vielen, vielen Dank, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.